Namaste, hallo. Ich bin jetzt einige Male gebeten worden, doch ein bisschen mehr über Krankheiten zu reden, wie man diese Selbstheilungskräfte anregen kann, durch zweierlei Sachen. Einmal durch spirituelle Arbeit und auch natürlich, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, natürlich durch das Thema Entgiftung. Wo ich jetzt in Indien war mit der letzten Gruppe auf der Mahakumbh Mela, da hatten wir eine sehr interessante Begegnung mit mittlerweile einem sehr mir nahestehenden Yogi. Sein Name ist Raghuvendra Das. Er ist jemand, der wirklich die ganze Zeit Sadhana macht, wo nichts anderes mehr in seinem Leben existiert. Sadhana bedeutet spirituelle Praxis. Die, die das Video von euch schon gesehen haben, ich habe ein paar Interviews mit ihm gemacht, wir waren auch live im Livestream, seht ihr, dass er die ganze Zeit seine Mala bewegt, das heißt die ganze Zeit Rattan-Mantren, wirklich nonstop. Und das war schon eine sehr bewegende Erfahrung, auch auf der Mahakumbh Mela ihn zu treffen, auch mit anderen Yogis zusammen. Er hat dort unter anderem eine Technik gegeben für jemanden, der gefragt hat, was hilft bei MS. Und ich möchte in diesem Video ein bisschen darauf eingehen und auch, was er mir später gesagt hat über Krankheiten, die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele. Das hört sich so abgedroschen an, oder? Körper, Geist und Seele, irgendwie. Das ist sowas, was, ja, irgendwie jeder Werbeslogan benutzt. Körper, Geist und Seele, Spiritualität. Okay, ja, aber es ist nun mal so. Also es gibt halt Yogis, die nicht so sehr auf den Körper achten. Für die ist der Körper mehr so ein, ja, wie so ein Vehikel, wie so ein Auto, was man halt auffährt und dann geht es halt in das nächste, in die nächste Reinkarnation und geht es halt weiter. Für Raghuvendra Das, er ist in einer Guru-Linie, in der das ganz anders ist, in der der Körper sehr geachtet und auch als Vehikel, also als Fahrzeug des Spirituellen benutzt wird. Seine Sadhana ist sehr stark auch das Fasten. Das ist ein Teil seiner spirituellen Praxis. Und er hat mir erzählt, auf wie viel Reinigung passiert. Ich meine, ich weiß es selber, ich bin seit 15 Jahren Rohköstler. Manchmal war ich auch ein bisschen auf Rohkost. Und ich habe sehr deutlich gemerkt, was die Unterschiede sind zu Rohkost und nicht Rohkost. Also Essen hat einen sehr, sehr, sehr großen Einfluss, gerade auch bei dem Thema MS. Und ja, Raghuvendra Das hat dann von einigen Leuten Fragen bekommen. Ja, was sind denn jetzt Yoga-Übungen? Was sind Kriyas für MS und so weiter? Er hat einige dieser Kriyas gegeben und einige dieser Yoga-Übungen, die ich auch gleich zeigen werde, die wirklich sehr einfach anzuwenden sind. Ich möchte aber betonen, dass es nicht so ist, dass man einmal eine Yoga-Übung macht und ein Kriya und sofort die Nase juckt, geht irgendwie das MS weg, weil einfach die Nahrung eine so extrem starke Rolle spielt. Was ich auch weiß als Ernährungsberaterin und als Rohköstlerin, ist einfach, dass MS sehr stark, sehr, sehr stark Quecksilberbelastung damit zu tun hat. Nicht nur Quecksilber, auch Aluminium und so weiter. Ich habe einige Leute begleitet im Laufe der Jahre mit Thema MS und habe mit denen über Entgiftung gearbeitet. Nicht nur über Rohkost, sondern auch über andere Möglichkeiten, also über hochdosierte Vitamine, Ausleitung von Schwermetallen, zum Beispiel mit Algen. Also Homöopathie bringt da meines Erachtens so gut wie nichts. Also man muss richtig stofflich ran. Das ist meine Meinung. Ich weiß, die Homöopathen sehen das anders, aber ich sehe die Erfolge, die ich habe, und die Leute waren vorher bei vielen, vielen Homöopathen. Und ich sehe, dass, wenn das halt schon wirklich in den Muskeln drin ist, wenn es wirklich abgelagert ist, wenn die Schwermetalle sehen manchmal aus wie Kalzium für die Knochen, das eingelagert wird, daher muss man schon ein bisschen stofflicher ran. Und so wie Dr. Klinger das auch sagt, dass er empfindet das so, dass es im deutschen Raum und europäischen Raum nicht genug massive Ausleitung gibt und deshalb auch die Leute nicht sehr starke Heilergebnisse haben durch Ausleitung und auch nicht die Verbindung sehen zwischen gewissen Muskelerkrankungen. Dazu untergehört auch Fibromyalgie, die man auch bei häufig, sehr ganz häufig sagt,
Ist ja ganz häufig auch lustiges Deutsch. Also man sagt halt sehr, sehr häufig, dass die idiopathisch ist. Ja, was bedeutet denn idiopathisch? Das bedeutet, man weiß nicht, woher sie wirklich kommt. Das ist das, was man sagt damit, ja. Und so ist es bei MS halt auch. Und warum wird MS plötzlich besser? Wenn man wirklich eine richtig massive Ausleitung macht, dazu hilft halt nicht zweimal 500 Milligramm Vitamin C zu nehmen und eine Eigentablette. Das ist halt sehr liebvoll und sehr nett. Das hilft vielleicht einem zweijährigen Kleinkind, aber nicht jemanden, der MS hat. Da muss man schon ganz andere Geschütze auffahren. Und Raghavendra, das kennt sich jetzt nicht aus mit diesen Themen von Entgiftung. Trotzdem ist sehr interessant zu sehen, dass ein Yogi, also für mich zu sehen, ein Yogi, der halt in Nordindien lebt, ja, wirklich total Bescheid weiß über den Körper und sich halt wundert, was die Leute halt alles in sich reinstopfen und dass sie noch mehr sich darüber wundert, dass die Leute sich wundern, dass sie krank werden. Also ich weiß, wir hatten einen Abend, ich habe ihn eingeladen zu mir nach Südindien, mehrere Abende. Und wir saßen einen Abend an der Duni und ich habe ihm so ein bisschen von meiner Erfahrung erzählt, auch als Rohköstlerin. Und er war also total erstaunt, dass das nicht normal ist für Leute auf dem spirituellen Weg. Er sagt, ja, warum verstehen die Leute nicht den Zusammenhang zwischen Fleisch essen, gerade rotes Fleisch, ja? Warum verstehen die Leute nicht, dass man den Körper entgiften muss? Und für ihn ist das ja so völlig, also er hat mich wirklich angeguckt und den Kopf geschüttelt. Er hat mich auch Namen gefragt. Ist die Person Rohköstler? Ich sage, nein. Ist die Person, trinkt die Person Wein oder trinkt die Person das und das? Also all die Leute, die er kennengelernt hat auf der Kumbh Mela, die mit mir gereist sind, die hat er sozusagen abgescheckt. Und von einigen wusste ich das, dass sie vegetarisch sind, von anderen nicht. Von denen, denen ich das wusste oder die auch länger schon dabei sind, da habe ich das gesagt. Und ich so, ja, das ist jetzt schon mal ein Anfang. Also für ihn ist es eher so, dass wir wirklich auf organisch, also biologische Früchte gehen sollten, nicht so viel essen und dann entgiftet der Körper halt von ganz alleine, ja, weil man ihm nicht so viel zufügt an gekochter Nahrung. Gut, das ist die eine Seite. Also wer darüber mehr wissen möchte, auch über Thema Ausleitung. Ich habe sehr viele Leute begleitet mit Gott sei Dank guten Erfolgen. Das ist natürlich schon auch so, dass ein Arzt das mitbegleiten sollte. Auch da habe ich ein, zwei Ärzte, die ich sehr gut kenne, die Naturheilkunde machen, einer von denen auch selber Rohkost, die ich halt auch empfehlen kann, so dass es durch meine Beratung als Ernährungsberaterin, aber auch durch die ärztliche Seite natürlich abgescheckt wird, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und da kann man ein Programm beginnen und dieses Programm setze ich immer so an auf mindestens ein halbes Jahr, Jahr Zusammenarbeit, wenn so massive Themen da sind, wie zum Beispiel MS. Weil der Körper braucht eine Zeit, sich zu regenerieren und der Körper braucht eine Zeit, wirklich Stoffe aufzunehmen, Stoffe anders aufzunehmen, Stoffe auch zu entgiften und so weiter. Bei weniger akuten Fällen, wie jetzt zum Beispiel nur, sag ich jetzt mal, eine Diagnose mit MS, wo jemand noch nicht im Rollstuhl sitzt oder noch nicht jeden Tag oder einmal in der Woche Dinge spritzen muss, um über den Alltag zu kommen. Da kann man noch sehr viel schneller Erfolge erzielen. Also ich habe nur durch Ernährungsänderungen Erfolge gehabt, gesehen innerhalb von nur 3 bis 5 Wochen. Und der damals zuständige Arzt, als ich diese Person begleitet habe, der Arzt war selber nicht so auf der Schiene wie ich mit Naturheilkunde, wusste aber von meinen Beratungen, hat die Blutwerte immer gescheckt und ist daraufhin mehr gekommen auf Naturheilkunde und Entgiftung, weil er gemerkt hat, wow, hier geht's richtig nach vorne und hier passiert richtig was. Ja, so, Raghavendra Das hat dann einfach auch noch ein bisschen mehr erklärt über die Verbindungen von Chakren und auch von Energiebahnen. Wir nennen die nicht nur Meridiane, also ich komme jetzt gerade nicht drauf, Nadis, genau. Es sind eine ganze Menge Nadis, die unsere Chakren verbinden. Und in der chinesischen Medizin würden wir sie jetzt Meridiane nennen, in denen wir halt auch Akupunkturpunkte setzen können, mit denen wir auch mit den 5 Elementen arbeiten können. Und so ist es auch in dem yogischen System bekannt. Das hat ganz viel zu tun mit dem Element Erde. Und eine Technik, die war ganz einfach, die er gegeben hat, wie gesagt hat, jeden Morgen mit heißem Wasser wirklich die Arme und die Beine
abreiben. Ich denke, dass wir das hier kennen unter Stempelmassage, diese heißen Kräutermassagen, weil er hat mich dann gefragt, ob es Kräuter gibt in Deutschland, die man auflegen kann, weil in der Ayurveda gibt es das, da gibt es halt diese gewissen Ölmassagen und auch Kräuter, die man halt auflegt, die halt die Muskeln wieder regenerieren. Das ist halt was, das müsste man hier in Deutschland einfach mal rausfinden. Wenn man das halt nicht hat, heißes Wasser hilft die Meridiane anzuregen, hilft die Nadis anzuregen, hilft die Entgiftung. Das heißt, nach dem Duschen, nach dem Waschen nochmal die Arme abzudingsen mit warmem bis heißem Wasser. Und ja, mit den Kräuterstempeln einfach mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch in Deutschland einige sehr gute Ayurveda-Leute. Also nicht welche, die Wellness-Ayurveda machen. Es gibt nochmal eine ganz andere Form von Ayurveda in Indien, die wirklich sehr klar weiß, was sie da tut, mit welchen Kräutern, mit welchen Ölen, warum, bei welchen Krankheiten und so weiter. Ich habe mir jetzt so tief damit nicht beschäftigt, wer hier in Deutschland sowas machen könnte, aber es wäre auf jeden Fall mal ein Versuch wert, da tiefer reinzugehen. Wie gesagt, nicht die Wellness-Ayurveda, sondern wirklich jemand sehr Ausgebildetes. Die zweite Übung, die er genannt hat, ist, das hat er auch gesagt, ist nicht nur bei MS, es ist einfach bei allgemein bei Leuten, die mit Muskeln zu tun haben. Einerseits das, aber auch mit Energie, die nicht so stark ist, also wo man halt einfach das Gefühl hat, man ist schwach oder man hat nicht so viel Power, man kommt so nicht richtig in Quark. Und die hat er auch mitgegeben für noch jemanden, den ich kenne. Das ist ganz interessant, und zwar jeden Morgen zwischen 3 und 5 aufzustehen. In dieser Zeit sind die stärksten Heilenergien vorhanden. Und dann eben in Schneidersitz mit geraden Rücken, wenn es halt geht, noch bei MS wirklich hinzusetzen, für 10 Minuten zu meditieren, die Energie aufzunehmen und dann wieder schlafen zu gehen, ist auch eine sehr simple Sache. Ich habe ihn gefragt, was das jetzt macht, gerade bei MS. Und er hat gesagt, es ist nicht nur bei MS, empfiehlt er sowieso allen, aber was es bringt, ist eine ganze Menge Power, die kommt, weil zwischen 3 und 5 die stärkste Zeit ist, zum Meditieren und um kosmische positive Kraft aufzunehmen. Und jemand, der überhaupt nicht weiß von Meditieren, der kann das einfach machen. Der kann das sich einfach hinsetzen. Da hat er dazu noch ein Mudra gegeben. Ich habe hier gerade diese Dings in der Hand zur Remote-Kontrolle. Ich lege das mal weg. Und zwar das Mudra ist das Mudra von Hanuman. Das gibt Stärke. Und du machst einmal die untere Hand, den Daumen so hoch und die andere hier so hoch. Und das ist wie, man hat so eine Gada, also ein Weppen, wie sagt man auf Deutsch, etwas, womit er das die Negativität zerstört. Der indische Gott Hanuman ist bekannt für die Power und die unsterbliche Kraft, die er halt hat, die Negativität zu besiegen. Und er ist halt auch unsterblich in seinem physischen Körper, das heißt, er ist unanfällig für Krankheiten. Und diese Power kommt zu uns, wenn wir dieses Yantra machen, also Mudra machen, und zwar so die Hände nach oben zu legen. Einmal hat er es so gezeigt, einmal hat er es so gezeigt. Und wirklich, wer mit MS zu tun hat, wirklich das zu machen jeden Tag, morgens, mittags und abends, 10 Minuten, besonders ganz früh morgens, wenn man sich halt gerade damit beschäftigt, aufzustehen zwischen 3 und 5, diese 10 Minuten zu meditieren, sollte man das hinten auch nochmal dranhängen. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, Thema Entgiftung war ja so das Stärkste, was die Message war von ihm. Also absolut kein Fleisch, absolut keine Eier, absolut keine Fertignahrung, alles frisch gekocht, alles biologisch, hohen Rohkostanteil und besser ganz Rohkost. Das ist interessant, weil ich kann das selber bestätigen von meiner Arbeit, die ich halt mache als Ernährungsberaterin, dass ich halt sehe, ja, das ist eine sehr powervolle Sache, die man machen kann, um wirklich die Selbstheilungskräfte anzuregen und um jemanden halt stark zu entgiften. Wie gesagt, also meine Meinung ist, dass es ganz, ganz viel mit Schwermetallen zu tun hat. Was er auch gesagt hat, Raghavendra Das, ist, dass natürlich MS und auch solche Krankheiten, die wirklich sehr massiv werden, häufig auch mit karmischen Verbindungen zu tun haben. Also halt auch einfach mit Samskaras, also einfach negative Energie, die wir mitnehmen
nehmen aus letzten Leben oder diesem Leben oder keine Ahnung woher, die natürlich dann auch einfach zu transformieren geht durch spirituelle Arbeit. So von daher hat er mich auch gefragt, so hat mich gefragt, this person who has MS, does she chant any mantras? Also gut, kannte ich es nicht beantworten, weil die Frage kam jetzt halt von jemand anders. Also die Frage von Raghuvendra Das, das auf Deutsch nochmal zu sagen war, ja, chantet dann die Person Mantren? Konnte ich natürlich nicht zu sagen. Er hat dann noch gesagt, dass Mantren wirklich super, super kraftvoll sind, um diese Negativität zu transformieren, alle diese Samskaras wirklich zu ändern, sodass selbst bei unheilbaren Krankheiten eine Heilung eintreten kann. Ich selber empfehle da absolut das Lichtmantra, ja, weil das Lichtmantra einfach in den Zellen einfach Negativität transformiert, ins Licht bringt. Auf meiner Webseite www.spiritbalance.net findest du unter indische Heiltechniken, also die ist im Moment noch ein bisschen unübersichtlich, finde ich, die Webseite, findest du verschiedene Kästen, einmal Aura sehen, einmal Dunkelretreat, Reisen nach Indien und dann indische Heiltechniken. Da, wenn du da draufklickst, dann kommst du auf eine Seite, die heißt Mantra Yantra und da gibt es einen Download, kostenfreies PDF. Dort kannst du das Mantra runterladen, das Lichtmantra. Wer von euch wissen möchte, was eine Mala ist oder noch mehr Fragen hat dazu, kann mich natürlich gerne kontaktieren. Generell ist es so, es gibt nicht die eine Pille, das eine Kraut, das eine Mudra, um MS zu heilen. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es ist wirklich etwas, was bei anderen Krankheiten genauso ist. Man muss wirklich den Körper und die Seele ganzheitlich sehen. Und ich habe ganz lange Jahre das anders kennengelernt. Ich hab es immer gespürt, dass es so ist und ich kriege die Bestätigung auch in der Art, wie ich arbeite, weil ich einfach sehe, was passiert mit den Leuten, mit denen ich ganzheitlich arbeite. Und ich denke einfach, das ist das größte Problem, dass viele denken, ja, okay, ich mache jetzt ein paar Mantren und wundern sich dann, warum sie trotz Mantren, aber nicht gesunder Ernährung nicht okay sind. Alles spielt ineinander und auch, was ganz wichtig ist, die Karmas, die sind gespeichert in unserem physischen Körper. Also wer zum Beispiel von euch Kinesiologie-Kurse mal mitgemacht hat, da werdet ihr sehen, wenn die Hand runtergeht oder nicht runterzugehen geht, wir haben ein lustiges Deutsch manchmal, dass einfach Speicherungen in unseren Zellen natürlich vorhanden sind. Und diese Speicherungen gehen schneller raus. Durch Fasten, durch Rohkost, durch alles Mögliche, was in diesem Bereich zu machen ist. Und wenn ich MS hätte, wenn ich eine Diagnose hätte, ich würde wirklich frisch gepresste Gemüsesäfte machen. Ich würde mir wirklich den Champignon oder eins von diesen super genialen Entsaftern holen, die halt langsam entsaften, eine langsame Zentrifuge haben. Ich würde erstmal fasten, 2-3 Wochen mit Säften, besonders mit Gemüsesäften, weil die super viel Mineralien haben, die Mineralien wieder aufbauen, ein bisschen bewegen, nachts meditieren in dieser Zeit, das Mudra machen. Und ich bin ganz, ganz, ganz sicher, dass das wirklich eine ganz schnelle Änderung bringt. Und die Ärzte, die sagen, MS hat nicht was mit Ernährung zu tun, aber auch die Ärzte, die sagen, oder die Leute, die sagen, alles hat nur mit Ernährung zu tun. Also da denke ich einfach, da ist es ganz schwierig, wirklich eine ganzheitliche Heilung auch zu finden. Wichtig ist wirklich, alles anzuschauen im Leben. Und wirklich an all diesen Sachen zu arbeiten. So, ich hoffe, ich habe eine Inspiration gegeben dazu. Und bei Fragen gerne melden. Hier ist nochmal mein Remote Control, den ich jetzt drücke. Ciao, bis bald.